Herzlich willkommen zum Bus-Simulator. Wir spielen den Karrieremodus. Diesen haben der Toni und ich im Livestream gestartet. Dabei liegt es an uns, ein eigenes Busunternehmen aufzubauen, neue Linien zu erstellen, Busse zu kaufen, Fahrer einzustellen und natürlich auch selber das Steuer zu übernehmen. Das führt zu sehr viel Spaß, aber auch zum ein oder anderen Frustmoment. Viel Freude beim Zuschauen und nun geht's direkt rein ins Geschehen. Östlichen Bezirk dann freischalten und dann gibt es 60.000. Da kannst ja, das ist jetzt gut. Dann plan am besten nochmal. Schobergraund, zwei Haltestellen. Also dann. Soll ich eine davon umplanen? Soll na, ich du die mach mal die grüne. Die grüne. Ja, die dunkelgrüne durch Siegwalden und Oakville machst du mal und bitte. Oakville und Siegwalden. Ja, Oakville, Siegwalden und dann auch oben zwei von den Business Park-Dingern. Naja, naja, da würde ich einfach dann die Ost- und Nordspeiche nehmen. Mach einfach, ja, irgendwie so und dann halt da runter. So, dass es halt sinnvoll ist, dass wir so wenig Strecke wie möglich machen müssen dafür. Dann Speichen des Business Parks. Zack, zack. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Oh, das ist laut. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Peter Baumann? Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Okay. Warum ist denn das so laut? Ich hab doch die Game... Okay, also ich habe auch kurz versucht, dann auf Kopfhörer schnell umzustellen, aber nicht geschafft. Alles gut, man hat das nicht gehört tatsächlich bei dir. Nee, ich habe dann mich gemutet auch. Ach, deswegen, ja, okay. Aber am Anfang hat man es gehört, sicherlich. Weiß ich nicht, mir nicht aufgefallen. Okay. Stell mal Dialoge leiser. Wobei ist das das? Nee, ich muss erstmal noch die Änderungen. Denk schon. Oder? Ja, mach in Ruhe. Also war ja, hat jetzt. Kommt hier wieder zurück. Also meins hat funktioniert tatsächlich jetzt, ja. Wo ist die Augen? Wo muss da drum liegen? Das war dann das mit dem Maximal. Rundfahrtmodus. Am besten irgendwas, ach sehr gut, irgendwas planen, dass man ja, eine Rundfahrt hat dann macht. Funktioniert. Fahre die Strecke im Rundfahrtenmodus machen wir jetzt. Ja, dann kannst du ja eine Koopfahrt beginnen und dann, obwohl wir können auch einzeln einfach eine, ich fahre zum Beispiel Ostspeiche. Können wir machen. Du fährst. Fahre die Strecke, steht da ja auch. Genau. Also die grüne muss im Rundfahrtmodus gefahren werden und die lilane im normalen Modus. Ich würde die lilane fahren wollen, durch den Chopper Grounds würde ich mir gerne angucken. Dann darfst du die im normalen Modus, dann würde ich mir hier Fahrt beginnen. Ja. Und du machst die 7 jetzt, ne? Genau, Strecke 7. Ich hoffe, mein Lenkrad ist jetzt auch richtig erkannt. Das hoffe ich auch. So. Okay, achso. Sehr interessant. Auf 1 und 2 sind die Türen. Sind die Türen. Wie kann ich meine Sicht umstellen? Mausrad. So. Nee. Oh Gott, ich weiß die Tasten halt auch nicht mehr. F1. Gut. Ich tippe gerade einfach mal alles. Das ist. Ach, der Blinker, ach du Kacke. Ach, das ist hier Gangwahl, okay. Ah ja, die wichtigsten Sachen habe ich. Ja, hab's zumindest auch erstmal gefunden. So, meine Damen und Herren. Perfekte Halteposition. Na dann hereinspaziert. Gut abgesenkt, so kenne ich das. Musst du das automatisch machen oder macht es das automatisch? Macht es automatisch, das Absenken hier. So. Die Haltestellenbremse.
Ja, stimmt, Haltestellenbremse. Ich glaube, die tut es aber automatisch rein. Ich weiß aber nicht, welcher Knopf das ist. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich einem Spiel, sagt. Ah ja, cool. Ich habe intuitiv fast... Das intuitiv fast das Richtige gemacht. Fahrkarte. Anzahl, Typ, Standard. Dauertag. So. Der hat laute Musik an hier vorne. Mann. Wie viel kriegt ihr jetzt? 3,80 Euro. 1, 2, 1. Und grün. Wie die alle plötzlich losschießen, wenn grün ist. Gefühl ist einfach nur scheiße. Ja. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Aha. So. Blinke rechtzeitig an der Bushaltestelle. Na prima. Oh, gestern war ein Konzert im alten Sägewerk, Toni. Jemand hat den Haltewunsch-Taster bei mir betätigt. Eine Tür scheint blockiert zu sein. So, Standard einmal, jawohl. 7,80 Euro gibt es da. 2, 4, 6, 7, 50, 20 und 10. Gutes Timing, gute Halteposition. Einmal einzeln dann. Oh Standard Mann, drucken. Warum wollt denn ihr alle? Tageskarte. Danke. Habt ihr nicht das Deutschland-Ticket oder wie? Ist das falsche Ticket oder was? Standard Einzelpark. Achso, Tag wieder, natürlich. Tag. Tag, Standard, drucken. Oh, jetzt will die noch Wechselgeld, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. So, wie komme ich hier wieder raus? 27er, Mann. 2, 4, 6, 8, 10. So. Achso, das war hier. Warum ist eigentlich hier noch meine Instrumentenbeleuchtung an? Wenn ich Minus habe, bin ich dann zu spät? Dann bist du zu früh. Ach so. Weiß gar nicht, wie es hier ist. Also die Zeit läuft ab. Ja, ich glaube Minus ist in dem Fall zu spät, weil die Zeit läuft halt runter von Plus. Genau, ja, jetzt bin ich wieder im Plus. Ja. Alter, dieses Schild ist so unrealistisch riesig von Seaside Valley. Das ist einfach alles so komisch. Die Berge da hinten, Alter. Ey, wie kann man nur so ein Spiel programmieren? Ey, ich verstehe es nicht. Und trotzdem spielen wir es gerade. Ja! Ich meine, der Multiplayer an sich ist ja lustig. Oh Gott, Schlagloch erwischt. Das wusste ich ja gar nicht, dass so... es gibt. Also es hat halt echt coole Features so, aber halt dieses grundsätzliche, grundlegende... Ich muss sagen, ich finde die Bremsen richtig kacke. Ja, ist einfach schlecht. Ja, fahr halt weiter in... Jetzt muss ich hier zurücksetzen, weil dieser Affe sich so dumm positioniert hat. Ein Rad hat den Randstein erwischt, uiuiui. Jemand hat etwas verloren. Abruptes Bremsen. Jemand hat was im Bus verloren, was? Wo hat einer was verloren? Ich sehe hier nichts. Hä? Ah, hier. Wer hat noch einen Passagier zurück? Ach du Scheiße, der rennt hier hoch. Alter, was ist das denn? Jetzt renne ich hier dem Typen hinterher. Der Passagier ist froh, dass ich seine Wertsache wieder zu haben. Klar. Dieses Spiel, Alter. Weiter geht's.
Danke fürs Rauslassen. 500 Meter. Du bist ja schon richtig weit gekommen. Oder bist du schon auf dem Rückweg? Nee, ich bin erst... Zwei Stationen? Ja. Oh, shit. Schaden eingefahren. 1000 Euro Schaden? Toni. Ach du Scheiße. Guck mal nach links. Oder guck mal hier. Hallo. Moin. Machst du auch eine Rundfahrt? Nee. Aber der leitet mich hier außen ganz bescheuert gerade. Oh, ich habe auch das Schlagloch erwischt. Scheiße. Also entweder ich bin falsch gefahren oder er leitet mich gerade total dämlich. Naja. Ich habe noch 3 Minuten für die nächste, bis zur nächsten Haltestelle, das passt. Ach, du hast hier Siegwandel. Wie soll ich denn dem Schlagloch ausweichen? Ich hab einen Bus, mein Gott. Na ja, Gegenfahrbahn. Muss ich ja aber... Na. Da kam mir Verkehr. Na, warten. Keine Ahnung. Oh, Mann! Dieses blöde scheiß Schlagloch. Alter, was ist denn das? Wenn du langsam durchs Schlagloch fährst, ist nix. Felix kann ja uns mal zugucken jetzt, ne? Ja. Eigentlich. Wenn er weiß, wie es geht. Willst du mir einen Link schicken? Genau pünktlich. So, jetzt muss ich hier noch eine Minute warten. Tschüss. Du brauchst eine Fahrkarte. Kannst du dich ja unterhalten mit den Leuten. Standard. Anzahl 2. Wie die auch so viel Rückgeld. Ich habe langsam nichts mehr in meiner Kasse. Eine Fahrkarte bitte. Eine Wochentageskarte. Die hättest du dir aber auch mal am Automaten kaufen können. Das Hans, eine Zwillingsschwester hat. Mann. Fahrertür. So. Ja. Ach, die haben alle eine Fahrkarte, ist doch langweilig. Oh, Mann. Alter. Gern jemanden 60 Euro abgezogen. Jetzt bin ich schon wieder in der Außenansicht. So, noch 25 Sekunden. Blinker korrekt eingesetzt. Ich darf ihn jetzt zu schnell. So. Und Abfahrt. Die Vorfahrt, ja. Ah, davon fährt ein Kollege mit einem gelben Bus. Das ist ja schön. Da fühlt sich dieses Fahrgefühl ist halt so null Feedback. Ja. Also dieses Lenkrad, das lässt sich bewegen, als wäre nichts, obwohl Force Feedback aktiviert ist. Die Bremse, die ist ultra schwammig, die kriegt man gar nicht mit. Eine Fahrkarte bitte. Ja, unser Busfahrer gerade eben, die KI, die hat mir Lichtschuppe gegeben, das ist cool. Weißt du, und trotzdem solche schönen Sachen, weißt du, genau. Oh, verklickt, nein. Genau, also es sind halt so... Meine Leute sind an einer rosa Kuh vorbeigefahren. Das ist oi, cool. Kurios. Boah, kauf dir doch eine am Automaten. Boah, jetzt wie die... Willst du 3,80 Euro? Ich habe so oft schon 80 Cent Rückgeld gegeben. Ja, das ist perfekt, weil der ganze 50, 20, 10... Woche, Standard, Einzelfahrt. Ich habe keine Zeit mehr. Einmal alle Knöpfe betätigen. Guck mal hier. Wir müssen uns hier mal ein bisschen beeilen. So, gibt er mir jetzt Vorwort oder was? Na gut, danke.
So, hier sind ja 70. Ah, Schlagloch. Eieiei. Geschafft. Na, raus mit Ihnen. Steigen Sie alle aus. Ah, ich muss doch zur Garage zurück, na dann. Ach so, oder End. Dann drücke ich End. Eine Tageskarte Standard. 4 von 5 Sternen. Alter, 13,80 €. Für was? Für eine Tageskarte? Dauertag. Ja, die bezahlen alle mit großen Scheinen. Ich würde am liebsten sagen, nix. Ja. Ich deaktiviere das demnächst, ey. Also wir haben einen A37 freigeschaltet, neuen Bus und eine neue Farbe, nämlich blau. Und 11.683 € bekommen. Ja, hier kann man, oh, hier hat man echt viel. Ach, wir können auch noch Werbung schalten auf unseren Bus und so. Also das ist schon tiefgründig, das ist schon ganz lustig. Kann ich hier Werbung? Das müssen wir erst freischalten. Passt er das Nummernschild an? Stimmt. Das kommt, wenn ich fertig bin, theoretisch. Das wird gut. Also es hat halt echt coole Features, so, ne? Das ist ja, bei mir ist halt jetzt Stau. So. Füg mal hier eben Bus ein ordentliches Nummernschild hinzu. Bearbeiten. Hey. Hat man den jetzt schon? Ja, ne? Sieht gut aus. Bearbeiten. Achso, der wird gerade benutzt und deswegen geht's nicht. Perfekte Halteposition. Gutes Timing. Wow, Blinker, richtig Hallo. Eingesetzt. Hallo, coole Karre. Wow, danke. Schade, dass du nicht zugucken können. Wirklich gut, die Leute lieben es. Es ist ein wunderbarer Tag. Muss ich die Route fahren, die er mir vorgibt, oder kann ich jetzt auch einfach... Kannst auch einfach anders fahren. Einfach rumdrehen. Weil das ist oder ja... Oder du musst halt bloß dann wieder die richtige... Ja, ich muss jetzt eh zur nächsten Haltestelle. Du musst bloß die richtige Haltestelle finden, dann kannst du... Ja, ja. Naja, die zeigt es mir ja unten an. Das ist ja wieder Oak Zentrum. Ja, perfekt. Oakville Zentrum. Dann mach genau das. Ah, muss ich sowieso warten. Dann warte mal da, ich habe eine lustige Idee. Du, das ist Route 7. Stimmt, kann ich die fahren? Du kannst mir ja joinen, ne? Ah, wird ja gerade befahren. Warte, ich kann vielleicht, sonst erstelle ich noch mal eine Strecke, die genauso ist. Oder andersrum, dann fährst du hinterher. Ja, mitfahren wäre auch schon lustig, ne? Du fährst dunkelgrün. Ich fahr Strecke 7. Okay. So, hab ich. Passt, möchte ich fahren. Eine Fahrkarte, so jetzt lasse ich mir sehr viel Zeit. Typ Woche Standard. Eine. So, geht das jetzt nicht? Was, du bezahlst jetzt, wo ich Zeit habe, bezahlen die Leute passend. Ah, Einzel Standard, eine. Gut, dann kann ich mir nämlich mal fix noch meine Maus-Sensitivität, ey, das ist ja... Okay, die Strecke will er nicht. Ich möchte gerne eine neue Strecke hinzufügen. Da. Können wir nicht so viele Strecken haben? Ich kann leider keine Strecke hinzufügen.
Hier könnte ich was bearbeiten. Und es funktioniert. Gut, vielleicht dürfen wir nur... Doch, jetzt geht's. Okay. Aha, da haben wir wohl eine erwischt. 120 Euro Bußgeld. Aha. So, kann ich nochmal... Naja. Ach ja. Das ist so nervig, dass er immer wieder in die Außenperspektive geht. Ja. Also ich fahre jetzt in einer Minute und 50 Sekunden los. Bei mir geht's aber nicht in die Außenperspektive. Na, dann ist eine Einstellungssache wahrscheinlich. Nervig. Ja, ich bin schon eine Haltestelle vor, die Siegwald-Larch-Straße bin ich. Ich war zu lange hier. Ah. Ich habe jetzt eine neue Route schnell gemacht, genau ab Larch-Straße. Force-Feedback-Stärke 100. Da weiß ich gar nicht, ob es jetzt irgendwas übernommen hatte oder ob es alles so Standardeinstellungen jetzt bei mir sind. Perfekte Halteposition. Herzlich willkommen. Also tatsächlich kann ich nicht einstellen, dass es automatisch im... Naja. Ist auch egal. Kann ich dem jetzt helfen? Ach, bitte helfen. Geh. Ich bin da. Tür muss geschlossen werden. Dann. Alter. Geh. Feststellbremse. Okay. P. Dann G. Ach, scheiße. So. Was machst du denn jetzt? Ich mache hier gerade die Tür auf, damit der Ramp, der Typ mit dem Rollstuhl hinten reinfahren kann. Oh. Aber warum? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das geht. Achso, man muss die gedrückt halten, die Rampe. So, ich fahre in 4, 3, 2, 1. Türen zu. So. Und auf. Wunderbar. Guck mal, der freut sich. Wo sehe ich denn eigentlich das Geschwindigkeitslimit? Gibt es das hier irgendwo nochmal angezeigt? Unten links. An deinem Speedmeter-Ding. An der Map. Unten. Nee, nicht angezeigt. Das zeigt nur an, wie schnell ich bin. Achso, nee, das nicht. Das musst du wissen. So kann ich jetzt... Ach, scheiße. Jetzt ist die 2 immer... So. Jetzt kann ich die Rampe... Doch mal. Da vorne ist der Aaron. Ich könnte hinter ihm stehen. Außerdem habe ich Verspätung. Der bin schon Achso, die stehen hier einfach an der Haltestelle, ja. Was wollte ich noch einstellen? Also ja, hier Optionen, Grafik. Und jetzt Streaming-Distanz, Sichtweite, Spiegelauflösung, Spiegel und Tiefenschärfe aus. Mal gucken, ob das besser aussieht. Jetzt fahren sie gerade wieder. Ich warte noch so lange, solange ich dann nicht abgefahren bin, läuft meine Zeit noch nicht. Soll ich fahren? Ach nee, jetzt bist du hinter mir. Dann perfekt geparkt. Gut, dann fahre ich jetzt vor. Ja, Studenten haben eigentlich eine normale Studentenkarte. Glaube ich dir nicht. Ich verkaufe dir nur nochmal normale. Na. Alter, der bezahlt mit einem 20er-Schein. Dass sie doch keine Karte haben heutzutage. Oh, lässt mich hier jemand rein? Danke. Gut, keiner da. Schön. Ja, drängel dich halt vor. Natürlich, da darf ich nicht... Nee, darfst du nicht, Toni. Muss man lieb fragen. Ich hab schon 1,5 Minuten auf der Uhr. Oh, Mann. Guck mal mein Nummernschild an.
DDGC0003. Golden Company hat jetzt offizielle Nummernschilder. Alter! Was willst denn du? Ich komm hier nicht raus, wenn du zu nah auffährst. Danke, du lässt mich vor, ja? Gut. Was? Wieso habe ich jetzt Geld abgezogen bekommen? Für was denn jetzt? Ja, ist bestimmt was gerammt. Vielleicht, ja. Oder Schlagloch. Okay. Gesundheit! Körperlich beeinträchtiger Passagier braucht eine Rampe. Na dann. Parkbremse rein. Also. Geh für die Rampe. Und jetzt alle Türen öffnen. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Na, das ist ja toll. Ach, der war aber auch feiern, ne? Gestern. Im Schwimmbad. Nee, danach. Ja, das kann sein. Hat er das nicht erzählt? Im alten, irgendwo. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? So. Oh, dem einen ist heute gar nicht nach Arbeiten. Hm. Das kenne ich. Kennst du gar nicht. Ja. Weiß gar nicht, was er meint. So, halbe Minute zu spät. Nur wegen so einem Affen von LKW von mir. Gute Halteposition. Gutes Timing. Na, hier können wir ja noch einen Moment warten. Hier ist gerade Stau. Du kommst aus dem alten Sägewerk, oder? Hm, genau, da war gestern nach Party. Sind wir alle hingegangen, nachdem ja, wir weiß, schon im Bad waren. Ich weiß, das hat bei mir auch erzählt. Mhm. Ja, weißt du, und jetzt ist der LKW wieder vor mir. Der hat nichts gewonnen, gar nichts. So, hier müssen wir links. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Jetzt haben wir auch 5 Minuten Zeit. Bei mir muss leider Samstag einer arbeiten, deswegen kann er nicht mit ins Sägewerk kommen. Na. Das habe ich jetzt gar nicht gelesen, was sie jetzt noch gesagt haben. Ich habe schon wieder Verspätung hier, 8 Sekunden. Hast du gestern das Konzert? Ich habe noch 5 Minuten. Die haben ja echt mal Zeit. Okay. Also, lässt du mich rein? Typ, der spielt aber auch richtig komisch jetzt. Schlagloch. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken hier. Hm? Ja, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Nee, ich nicht. Ich darf nicht noch. Ich habe schon 3000 an Minus. Schaden. Ach, an Schaden. Hier war das Schlagloch doch irgendwo. War das das? Nee. Viele Schlaglöcher. Hier sind 50. Und nächster Halt. Lido. So, herzlich willkommen, ein gutes Timing und eine perfekte Halteposition. Da sehe ich mich. Tschüss. Tschüss, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Einmal das Ticket für Sie. Großbereich, ja, Woche. Die ganze Woche bei uns. Ich glaube, danach haben Sie auch genug von uns. Kann ich hier bitte Woche? Aha, der eine war viel zu lange im Sägewerk. Das sind Sie wieder. Achtung, Aaron, ich komme von hinten an. Ja, aha, ich kann leider hier nicht, ich komme nicht mehr raus aus diesem Menü. Ich kann gar nichts mehr betätigen gerade. Was mache ich da? Ah, Escape hat geholfen. Woche? Ja, klappt. Woche, Standard, einmal. Ach du Scheiße, 28 Euro fürs Wochenticket. Na dann hier, 2 Euro zurück für Sie. Dankeschön. Jetzt nehmen Sie alle Platz. Es wird jetzt holprig bergauf. So. Und frei. Bist du noch hinter mir gerade? Nee, ich habe dich ja schon überholt. Ach, du bist schon längst. Ja, nee, ich war gerade sehr unaufmerksam. Ja. Stark beschäftigt. Du hast mir erzählt, dass du nicht aus dem Menü rauskommen kannst und deshalb nicht gucken kannst. Genau, hier war ein Schlagloch. Ey, ich hab's doch. Naja, okay. Passiert. Ich habe im Übrigen mal die Bremse bei mir hochgestellt, damit das ein bisschen. Also, da hast du ja drauf gedrückt und der hat kaum gebremst.
Also bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal damals eingestellt hatte und es deswegen jetzt hier noch wunderbar funktioniert. Ich finde es eigentlich relativ fair. Na komm. So, was habe ich denn jetzt schon wieder für... Hä? Krieg einfach Phantomgeld abgezogen. Wahrscheinlich wegen Bürgersteig. Oder bin ich zu schnell oder was ist hier los? Ah, komm, wir müssen hier einen Fahrplan einhalten. Das sind irgendwelche Ausgaben in der... Ach so, das kann vielleicht auch sein. Mich hat gerade einer gefragt, wie er hier gelandet ist. Wahrscheinlich war er im Sägewerk. Dankeschön, mein Freund. Danke, danke, danke. So. Jetzt sind wir im Astra Pike. Jetzt fahren wir die Nordspeiche an. Hier ist wieder ein Stau. Es ist gerade Feierabendverkehr. Man sieht in-game keine Uhrzeit. Nee, nur Tag und Nacht. Aber in der Stadt wird es wieder entspannter. Das ist geblinkt gut. Geblinkt beim geradeausfahren. Ich habe einfach nur frühzeitig geblinkt. Ach, Toni. Dieses Spiel. Kann man das nicht auch irgendwie ausschalten? Keine Ahnung. Stimmt, kann man das ausschalten. Es gibt aber auch keine positiven Punkte. Ne? Das stimmt, es gibt dann auch keine positiven Punkte. Das ist vielleicht auch blöd. Geschwindigkeitsüberschreitung. Was? Ich war bei 55. Ja. Ist eingestellt, dass 5 Toleranz sind. Und ich habe nicht... Oh, ja, brems. Von wegen Reißverschlussverfahren, stell dich hinten an. Na. Wow, perfekt geparkt. Perfektes Timing. Der Bus ist neu, oder? Gefällt mir. Nein, kannst du nicht. Wenn die schon so fragen, kann ich bitte eine Fahrkarte? Nein. Ist der wirklich neu oder richtig lackiert? Also echt gefragt? Ja. Der hat sogar noch den Neuwagenduft. Neue Busduft, meinst du? Für mich ist ein Bus auch ein Wagen. In ihrer Drogerie. Der neue Busduft. Mein Zimmer riecht nach Busduft. stockender Verkehr. Rechts vor links? Nee, Hauptstraße. Was? Gut. Die eine hat gerade eben gesagt, ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Was? Was soll diese Aussage mir sagen? Weil das so komplett out of context, einfach random, ne? Das ist so. Aber ganz. Was heißt die Frau oder die Person ist amputiert? Ja, ja. Sie wurde von. Na, genau. Also adoptiert, ja, kenne ich. Nee, sie wurde von etwas abgetrennt. Was? Tschüss. So, hier geht's nach links und Vorfahrt beachten. So, sind sie alle raus? Lass mich vorbei, das ist nett. Müll einsammeln. Opa, opa. Dreckschwein, ey. Ich hätte mir merken sollen, welches Gesicht da war. So. Das nenne ich die perfekte Parkposition, sagen die Gäste. Das ist doch nett. Fahrkarten. Na dann. Einmal der Student, 2 Tickets gleich. Na. Und jetzt bin ich wieder in diesem Dings. Einzel, Student, 2 und Drucken. Wechselgeld 1,40 Mark.
eine Fahrkarte bitte. Einmal der Senior für Sie. Na, Sie klingen aber noch recht frisch. Sie wollen doch bloß wieder den Seniorenrabatt erhalten, hm? Klingt beim Geradeausfahren. Tag, Senior, drücken. Okay, und perfekt. Danke. Auf Wiederhören. Die Ostspeiche nehmen wir auch noch mit. Wow, dieser Lensflare-Effekt. Ein Passagier hört ziemlich laut Musik, bei Ihnen huppelt sie aber. Seien Sie mal ruhig. Mann, Mann, Mann. Jetzt fliegen Sie raus. So. Alter, die Bremsen sind einfach grottig. Ich bin in der Garage. Ach so, wunderbar. Du hättest doch einfach die End-Taste drücken können. Aussteigen. Bus ausmachen, aussteigen müsste reichen. Also ich sollte mal langsamer fahren hier. Was sind denn da so die Tasten? P ist für die Parkbremse. Du kannst über die Tasten auf dem Motor Dashboard... Aus. Genau, du kannst auf dem Dashboard drüber gehen, dann siehst du die Tasten auf der Tastatur. Einfach mit der Maus mal drüber hovern. So, der links lässt uns wieder vorbei, nett. Dann machen wir hier noch letzte Haltestelle für heute und dann machen wir Feierabend. Zack, die Ostspeiche nehmen wir noch mit. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Ja, ich komme auch zur Party im alten Sägewerk. Das nenne ich die Perfekt. Parken in Perfektion, sagt sie. Toll, toll, toll. Gutes Timing. Stimmt. Wirklich pünktlich. Fahrt an der Busgarage beendet. Na, siehst du. Oh mein Gott, hier, Alter. Zwei Leute, ein. Oh, Alter, ich habe hier richtig was. Kranker Scheiß. 20.000. Und neue Gegenstände. Zwei Neutikel und ein Dunkelblau freigeschaltet. Und 3.500 Euro. Ah, das ist doch mal was. So, was haben wir jetzt durch dich freigeschaltet? Na, damit ist jetzt erstmal aktuelle Ziele sind beendet. Ah, jetzt. Ja, das war noch kurz eingeblendet. Jetzt. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt ich wusste, musste ich kurz dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Cool. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr Steineck. Öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Na klar, so muss das. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Na, 60.000 Kröten haben wir jetzt erstmal erhalten, das ist wichtig. Und wir können vor allem jetzt Werbung machen. Oder Toni kann sich wieder... Werbung ist wichtig. Genau. Und, achso, wir kriegen jetzt... Ja, oder am nächsten steht hier 75.000 und Werbung. Haben wir jetzt schon Werbung überhaupt oder ist es noch nie gewesen? Nee, das war jetzt erst freigeschalten. Garage. Ich guck gleich mal. Können wir? Genau. Bearbeiten. Mein Mauszeiger ist weg. Ah, jetzt rechtsklick war's. Skins. Werbung. Jawohl, ich wähle eine Werbung. Standard kostet 1.000 und bringt aber pro Woche 1.000. Wie kannst denn du das hier? Da gehst du auf den Bus. Ja. Und dann klickst du auf Bearbeiten. Und dann statt Busfarben und Skins kannst du oben rechts noch Benutzer definieren. Werbung. Genau, da kannst du zur Werbung. Kostet ja, einmal 1.000 zur Anbringung. Und dann kannst du... 2.000 bei mir, aber Einkommen ist 1.000 pro Woche. Ach so. Genau. Ich würde mal machen bei dem MAN. Dem Mach neuen. Das mal. Ich denke, das sollte man bei allen machen, oder? Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal ganz straight...